Das größte Problem an diesen Begleitermissionen ist, dass sie den, dass sie halt das eigene Hausportal zurücksetzen. Wenn man nicht willens ist, für den kompletten Weg zurückzulaufen. Mach ich nicht, also musste ich jetzt mal kurz nochmal eben hier neu anrennen von der Festung, was ein bisschen doof ist, weil ich jetzt wahrscheinlich gleich über relativ gegnerlose Bereiche der Karte marschieren muss. Irgendwann mal, ja. So, ich denke mal, aber wir werden es jetzt heute endlich mal schaffen, Alter, hier umfliegen. Ich werde nicht Level 70 bis dahin, weil ich halt auf so einem geringen Schwierigkeitsgrad spiele. Was, das Denken? Nö, es geht eigentlich mit dem Denken, aber danke der Nachfrage. Es klappt eigentlich ganz gut mit dem Denken. Noch, zumindest. Geht so. Ich werde mal ein paar Tage. Das hat sich gerade kurz angehört, als wäre hier so ein, wie so ein legendärer Gegenstand auf dem Boden gefallen. Aber es ist nicht passiert. Ja, dieses Geräusch. Es hört sich entfernt so an. Ach, guck mal hier. Hier war mein Portal. In der letzten Ecke. Ja, ist klar. Das ist wieder so typisch Diablo. Man rennt alle Wege ab, aber den einzigen, den man nicht. Beinarbeit? Achso, das Ausweichen. Das einzige Dings, was man. Den Weg, den man noch nicht gefolgt ist, ist dann am Ende der richtige. Warte mal, hier haben wir noch eine alte Schrift. Und Lilis Schriften Teil 4. Julius und ich haben den Weltenstein gestohlen und führen eine Truppe Abtrünniger an. Ich habe eine neue Welt erschaffen, auf der wir in Frieden leben können. Ein Ort ungezählter Möglichkeiten. Inarius glaubt, dass es ausreicht zu fliehen. Mit der Zeit werde ich ihm zeigen, dass selbst der Sieg möglich ist. Doch zuerst werde ich ihm Kinder schenken. Also hat sie die Welt erschaffen. Quasi ist also die Welt von Sanctuario ein Produkt von Dämonen. Mehr oder weniger. Minder. Naja, eher mehr. Reiserei, yay, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Wie viel Schaden habe ich jetzt theoretisch? Das ist auch noch nicht viel. Vor allem, wenn ich gerade schon wieder am Sterben bin. Ach komm, jetzt hier. Vortex, Wurmloch, elektrisieren, müsste mir eigentlich sehr helfen. Ich muss mich doch heile, wenn ich Elektroschaden. Ich sogar in Rache sogar schieße, wenn ich rolle. Cool. Gibt's hier vielleicht noch irgendwo auf halbem Weg noch ein Tagebuch? Wie schaut's da aus? Ja, leider nicht. Schade, wo ich doch mal so gerne Geschichten höre. Geschichten sind klasse. Ach man, ich hätte einfach nicht Level 70. Oh, warte mal, noch eine alte Schrift. Yay. Und Inarius Aufzeichnung Teil 7. Lilith neben mir schlafen zu sehen, erfüllt mich mit dunklen Gedanken. Dämonen schlafen? Ich habe gesündigt und dafür werde ich büßen müssen. Im Moment leben wir in Frieden. Doch das kann nicht andauern. Sie werden kommen und mich holen. Doch was ist mit meinen guten Taten? Wer wird sich ihrer erfreuen, wenn mich die Qualen zerreißen? Wer wird sich an Inarius erinnern? Scheinbar alle, weil ich meine, er war immerhin der Schöpfer. Also der wurde in der Angiris, komischen Angiris-Tag, ich weiß nicht, die Dinge überhaupt richtig. Auf jeden Fall, da wurde er mehr als einmal erwähnt, dass er die Welt erschaffen hat. Das wurde wohl allgemein als nicht, also zumindest als ketzerische Tat ausgelegt, aber so schlecht war es auch nicht. Auch wenn seine Taten mehr oder weniger an den ganzen Elend schuld sind, was wir jetzt hier sehen. Andererseits ist es deutlich spannender als ewige Schlacht auf irgendwelchen lustigen Schlachtfeldern, die ja sowieso scheinbar zu nichts geführt haben. Außer, dass die Engel und Dämonen halbwegs kreativ geworden sind. Oder so richtig was geschaffen haben, die auch nicht. Generell eigentlich scheint die Existenz hier nicht besonders besitzt zu machen. Ey, guck mal, noch ein Vater Weisheit. Von Maltai wieder, Teil 3. Die Seelen sind in Aufruhr. Ich kenne jetzt die Wahrheit über die Sterblichen. Alle Wege führen in den Tod. Egal, welche Schlachten sie schlagen, welche Triumphe sie erringen, sie sterben. Das ist Weisheit. Naja, wenn man streng genommen sehen will, dann haben die Engel eigentlich nichts anderes gemacht. Egal, welche Schlachten sie geschlagen haben, am Ende sind sie auch immer mal gestorben. Zwischendurch mal, außer scheinbar die Aspekte, das sind irgendwie nicht so oft. Wir dürfen keine Zeit verschwenden, wenn wir Maltael nicht bald. Ja, wir finden Maltael schon. Und noch ein Vater Weisheit. In den Seelen der Menschen zeigt sich ihr gewaltiges Potenzial. Sie können für das Gute eintreten, wie ein jeder Engel der Himmel. Oder sie richten Unheil an, das dem niederträchtigsten Dämon der Hölle würdig wäre. Die Macht einer solchen Entscheidung sollte nicht den Herzen derer überlassen sein, die die Schöpfung nur für einen kurzen Augenblick erleben, bevor sie aus ihr entschwinden. Also wirklich, das Gefühl, dass Olle Malta ein bisschen neidisch war. Vor allen Dingen,
Das ist, wo, bitteschön, ist das, wie definiert er denn Gut und Böse? Also ich sehe da irgendwie, ich glaube, hier oben kann ich mit ihm nicht mehr reden. Nee. Loratna hatten wir schon alles mit Derek. Kann ich vielleicht nach der endgültigen Schlacht noch was machen? Obwohl, nee, ich glaube, Malta, der Platz einmal ist vorbei. Ah, warte mal, vielleicht, wenn ich hier noch einen Meter weitergehe. Ich möchte ja maximal Dialoge raus. Also, wir lernen uns so ein bisschen Ende. Also wie viel Ewigkeiten ich brauchen würde, um Malta zu kriegen. Mit Demon hat das, glaube ich, relativ kompliziert und schwierig und dauert vor allen Dingen. Aber nein, hier können wir scheinbar nichts machen. Das heißt, bis zum endgültigen Endkampf. Finde ich jetzt vor allen Dingen gleich ein Level für 59 Legendary, weil das ist ja garantiert bei Maltail. Das wird so deprimierend. Aber ich habe jetzt keinen Bock zu leveln. Ja, ist das halt so. So, jetzt habe ich noch einen Speicherpunkt. Genau, so machen wir mal zurück. Jetzt habe ich noch einen Speicherpunkt. Das ist eine riesengroße Kugel. Sei nicht genau wie diese komischen Seelendingens, die wir schon in der Westmark gefunden haben, nur noch ein bisschen größer. Nein? Okay, gut, der hat nichts mehr zu sagen. Warte mal kurz überlegen, was hatte ich nicht noch irgendwas, was ging. Ja, der einfangende Schuss ist, glaube ich, nicht so effektiv wie der hungrige Pfeil, wenn es um... oder? Naja, gut, eigentlich ist es, macht es überhaupt keinen Unterschied, der Ausweichschuss. Ja, prinzipiell, weil um wie viel Schaden macht denn das Ding? Der macht 100... Der macht 125 Schaden und der einfangende Schuss macht... Ja, der macht einfach mehr Schaden. Der ist so oder so schon besser. Die Bolas? Ja, von allen Fähigkeiten macht das Ding noch am meisten Schaden pro Schuss. Einzige Hoffnung, dass es ja Malta noch Level 60 wäre. Level 70 wäre, das könnte noch passieren. Aber wahrscheinlich eher nicht. Der Seelenstein ist in Sanctuario. Bald wird das Blut der Dämonen aus der Schöpfung hin fortgespült werden. Ihr werdet die Letzte eurer Art sein. Für einen kurzen Moment. Der Tod überkommt euch, Nephalem. Na toll. So, das ist Maltael. Scheinbar der Engel des Todes. Alter, der überhaupt keinen Schaden nimmt. Ich habe ja gewusst, dass es schlimm wird mit Maltael, aber das... Oh. Ist anscheinend noch schlimmer als gedacht mit ihm hier. Ewige Konflikt endet hier. Aua. Schade. Das Ende ist unvermeidlich. Ich würde es gerne vermeiden, wenn es geht. Und außerdem halte ich das für Gerücht. Das haben die ganzen Dämonen auch schon mal gesagt, dass das Ende unvermeidlich ist. Aber stimmt das gar nicht. Das ist mal voll die Lüge. Es gibt keinen anderen Weg. Wohl! Du willst es bloß nicht wahrhaben. Aua. Ich sehe schon, ich werde das hier mehrfach anfangen müssen. Also, so wie ich hier gerade kassiere. Aber ist euch schon aufgefallen, dass die Verzauberung mitkämpft? Also, das macht sie ja auch bei Diablo wieder. Das hat sie ja früher nicht getan. Oh, Bewegungsgeschwindigkeit. Aua. Das hat er sich doch... Eure Welt stirbt. Nein. Ihr könnt sie nicht retten. Wohl. Zumindest versuchen kann man es ja mal. Wenn ich immer so viele Viecher beschwören würde, die mich hier blockieren. Oder hier mit dem Dingspunkt soll ich mir vielleicht aufheben. Halbgut ist er schon mal, oder fast zumindest. Es gibt keinen anderen Weg. Ob man ihm ausweichen kann? Vor allem möchte ich jetzt gerade nicht Rache benutzen, weil ich weiß, dass er bei der Hälfte Lebenspunkte macht, aber was. Da wäre es taktisch unklug, jetzt meine Fähigkeit, mit der ich verflucht viel Schaden machen kann, um vorzeitig anzubinden. Na komm. Vor allem momentan hält er sich noch echt zurück mit irgendwelchen großartigen Effekten, die den Boden hier irgendwie zu drei machen. Gleich liegt er los. Ihr ja. Könnt sie nicht retten. Wohl. Der kann mir Angst machen. Das finde ich nicht nett. So, jetzt liegt er los. Ihr seid erfüllt von der Macht des Todes. Aber das wird euch nicht retten. So, und jetzt wird er noch dolle böser. Vor allem macht er jetzt mehr Mist als vorher.
Haufen. Niemals! Das beurteile ich selber, wenn meine Zeit abgelaufen ist. Komischer Todesengel. Jetzt macht er hier viel mehr Bodenzeug. Total nervig, der Typ. Wenn dass ich die ganze Zeit so kiten muss. Sieh das schon, dass ich hier noch... Ach, dann geht der nicht auf schießen. Also, doch, ich kann auf ihn schießen, so, aber... Nein! Am Ende. Also der Trick ist, hinter ihm zu stehen, wenn er das macht. Wenn man das bloß nicht weiß, dann hat man da viel Mühe dran. Mann, man muss ja immer so viel Zeug im Boden hauen. Ich müsste ankommen, ja, das kommt aber an. Kann er sich schon wieder in die Mitte stellen? Unpraktisch veranlagte Engel. Dann macht er halt diesen dummen Nebel, die ganze Map. Ah, da bist du nur am Rumrennen um ihn. Am Ende müssen sich alle dem Tod beugen. Nicht, wenn es sich verhindern lässt. Das glaube ich, das Teil auch ab. Also für Bogenschützen ist das auf jeden Fall der Unpraktisch. Aber für Nahkämpfer soll er auch nicht so cool sein, habe ich mir sagen lassen. Aber finde ich schön, dass er sich immer so hinstellt. Das macht sehr viel einfacher, ihn umzuhauen. Ich verliere leider nicht tun. Oh, fuck. Ugh. Alter Schwede. Am Ende müssen sich alle dem Tod beugen. Muss das sein? Komm, jetzt krieg ich einen Kopf. Hier rum steht er? Komm schon! Verrecke! Und dann geht er down. Köcher. Level 59, stimmt's? Jo. 69. Aber immerhin hat er das... Ja, er hat das Zeug, er hat das Material fallen lassen, die Ausrüstung, die man aus ihm bauen kann. Jo, sprech mit Thyrael. Ich überlege, meine Kleidung zu ändern. Was? Mir gefällt sie. Steht euch gut? Ich glaube, andere Leute verstehen mich nicht so gut wie ihr. Meinst du, die ist so gewagt oder was? So, bevor ich jetzt mit Thyrael rede, hier am letzten Meter, gucke ich noch mal kurz in der Stadt, ob irgendjemand noch was zu sagen hat. Hat. Nö, hier ist alles noch ganz normal. Die kriegen gar nicht mit, dass hier gerade die Welt mehr oder weniger gerettet wurde. Vorerst zumindest. Na gut, dann hier, Thyrael, grüß dich. Wo ist der schwarze Seelenstein? Maltael hat ihn zerstört und sich seine Mächte zu eigen gemacht. Dann wurde Diablo durch Maltaels Tod entfesselt. Er ist frei. Jo, klasse. Okay, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Nee, warte, ich möchte kurz vorher das Ding hier noch identifizieren. Ich möchte wissen, was ich hier gerade Schönes gefunden habe. Rucksack des Bombenschützen. Angriffsgeschwindigkeit plus 15% kritische Trefferchance über die Schaden von Hunger Pfeil. Und ein Sockel. Naja, gut. Könnte besser sein, sag ich mal. Aber guck mal, ihr könnt zwei zusätzliche Geschütze um gleichzeitig aktiv werden. Ihr könnt richtig auf Geschütze umspielen. Hat vielleicht irgendwann nochmal einen Sinn. So, auf zurück zum Hauptmenü. Oder zum Videosequenz, die jetzt kommt. Nephalem hat das Unmögliche geschafft. Sie hat den Tod besiegt, die Schuld der Engel getilgt und die Menschheit gerettet. In diesem Augenblick des Triumphes sah ich die Nephalem in einem neuen Licht. Sie ist eine Heldin, die die Mächte von Himmel und Hölle zu besiegen vermag. Eine Dämonenjägerin, die die Unschuldigen beschützt. Doch sie ist sterblich und wird eines Tages in Versuchung geführt werden. Wird sie widerstehen können, wenn jener Tag kommt? Oder unser Schicksal besiegeln? Also meine Kumpels meinten, es hört sich ein bisschen nach Fortsetzung an. Finde ich eigentlich gar nicht. Es hört sich eher so nach Ende an mit, naja, wir können irgendwann eventuell mal Teil 4 machen, wenn uns danach ist. So mit 20 Jahre später im Setting. Nun gut, ich habe Diablo 3 durchgespielt, wenn auch auf einem ziemlich niedrigen Schwierigkeitsgrad, wie ich zugeben muss. So, schön, toll, haben wir. Über aufs Mitwirken, Diablo. Ach, siehst du, ich kann jetzt auch noch. Ach, das ist ja lustig. Na gut, wie auch sei, ich hab's. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Projekt irgendwas. Ja, ich habe ja versucht, hier so viel Story wie nur möglich rauszuholen.
Ich hoffe, das ist mir gelungen. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.